So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Another Break in the Mall. Und wir sind heute am ersten Tag hoffentlich, der, wo mal Verkäufe ankommen. Frage ich mich natürlich, denn bisher kam hier noch kein Transporter an und bisher ist auch bisher noch keiner hier. Ab jetzt werden wir ja auch hier die Dings machen. Bekommen wir ja auch hier die Forschung. Oh, hier passiert, kann noch so vieles sein. Okay, das ist aber nicht die Map. Da ist ein Grafikpack drin. Geil. Also die Map ist schon riesig. Hier kommt immer noch kein Transporter. Warum kommt hier kein Transporter an? Ja, Bestand 0. Schön. Oder ist, war mal verwalten, Lager. Ah, guck mal, das Lager ist so klein. Dann werden wir jetzt mal das Lager anders bauen. Das erklärt natürlich einiges. Und zwar werden wir... Achso. So. Und werden hier nochmal eine Personaltür einbauen oder werden wir die Mauer einreißen? Ich glaube, man die Mauer einreißen, oder? Dann reißen wir die Mauer ein. So. Und jetzt dürfen sie nochmal bauen und dann müssen wir nochmal verwalten. Dann müssen wir nämlich das Lager vergrößern. Zuweisen, Zonen... Toiletten muss man auch irgendwann mal machen noch. Aber wir machen mal ganz ruhig. Guck mal, jetzt kommen die ganzen Sachen an. Und so können wir auch mal Geld verdienen und dann läuft das auch. Ah, los, Leute. Das freut mich. Das Lager wird zu 100% ausgenutzt. So soll es auch sein. Erforsche Verkaufsanalyse. Okay. Verkaufsanalyse. Was brauchen wir? Oh, hier Verkaufsanalyse. Grundlegende Forschung. Okay, und dann 24 Arbeitsstunden. Das kriegen wir hin. Das werden wir schon hinkriegen. Es kommt unser Lagerlogist und baut erstmal das ein. Das ist super. Grafik hat sich auch verändert, also... Also die Regale, das sieht auch so hammer nice aus, finde ich. Und die ersten Verkäufe gehen ein. Geil, so läuft das. Ach, wir brauchen auch noch einen Hausmeister, wo ich das hier sehe. Bauen, warte mal, Objekte. Paletten, wenn wir noch alles gesperrt haben, genau. Kasse brauchen wir jetzt nicht. Bestellt, Theke braucht man nicht, Bürotisch, Ladendetektor, da müssen wir Sicherheit 1. Fastfood, Wärme, Speise. Mülleimer, so. Jetzt ist natürlich die Frage, Wartung, ist das hier drin, Hausmeister einstellen, genau. Ja, nimm mal die. Die muss... Ja, wo muss denn die beginnen? Um 6. Dauert kurz bis vor Feierabend. Okay, wir haben nicht genug... Geschäft, dann müssen wir hier noch einen Kassierer einstellen. So. Dann werden wir die Parkplätze müssen wir erweitern. Straße. Ah, nein, das wollte ich nicht. Kundenparkplatz. 1, 2.
Oh, und schon wieder zu. Und alles sauber. Hey, das freut mich. So. So, wir haben das erforscht. Luxuslieferant. Was kommt denn der? Schmuck. Nee, das wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal die Verkaufsanalyse. Damit wir wissen, was uns eigentlich fehlt. Was wir vielleicht noch kaufen müssen. Warum ist hier... Achso, gehört dazu, Lager 2 oder was? Zone. Warum ist hier Lager 2 drin? Gut, okay. Interessiert mich jetzt mal kurz nicht. So. Verpasste Parkmöglichkeiten. Okay. So, aber Geld nehmen wir noch nicht richtig ein. Das ist schade. Haben wir... Wir müssen irgendwann mal Geld einnehmen. Das ist wichtig. Dazu müssen wir aber hier Bedarf. So, und da haben wir noch aber noch ein paar Stunden, die wir hier erledigen müssen. Die Sitzbank. Also hier kommt wirklich vieles noch dazu. Ja, damals wollte ich eigentlich das Projekt ja streamen. Da gab es aber Probleme. Da hieß es so, oh, Ratten. Na ja, gut, es war wegen den Abfall, der noch da stand. Der wurde jetzt aber schon abgeholt. Zu wenig Parkplatz hier. Da leckt es aber, beziehungsweise geleckt hat es nicht, aber es hat einfach nur... Es ging einfach nicht. Es hat einfach Probleme gemacht. So, Personal. Noch ein paar Parkplätze. So, das wird schon gehen. Sind dann die Besucherparkplätze eben weniger belegt. Das ist gut, besser so. So was... Wie weit sieht es denn hier? 11 von 24, das dauert noch Ewigkeiten. Also es ist schon jetzt langsam eine Menge los an der Kasse. Da kann man nicht meckern. Warum wird er rot? Also... Hunger... Nee, ich will auch nicht den Kunden, hä? Junge, die Kunden werden nach Hause gehen, wenn keine Reise... Achso, weil es für Kunden zählt. Zufriedenheit. Starker Magen, Übelkeit auf Alles klar. Wir werden mal eine zweite Kasse mal noch aufmachen. Das wird, glaube ich, schon langsam Zeit. Das hätte ich nicht gedacht. Dann machen wir mal gleich hier so.